Willkommen zurück, Leute, hier bei Let's Play Lost Odyssey. Ihr habt gesehen, wir haben hier oben links einen weißen Punkt nach dem etwas längeren Part beim letzten Mal. Und da gehen wir jetzt als allererstes hin. Langsam aber sicher zumindest. Überall Wirbelstürme und sowas, also... Die Gewässer sehen definitiv sehr... ja, gruselig aus. Nicht ganz so schön, wie es sein könnte. Das Numara-Atoll. Ich sag mal so. Es hat Schätze. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass wir hier nicht zu viel kämpfen. Okay. So, das Problem ist, hier gibt es Gegner, die uns umbringen würden. Wirklich umbringen würden. Und dementsprechend ist es besser, wenn wir so gut es geht hier nicht kämpfen. Sondern... Und Schätze aneignen. Genau, Grom ein bisschen durch die Gegend, ist völlig in Ordnung. Ja, dieses Viech hier. Der Höllenrüttler mit 9120 HP ist definitiv so stark, dass er uns umbringen wird. Und so ungern ich in Spielen auch fliehe, ich weiß, wann es unsinnig ist, einen Kampf zu begehen. Dementsprechend... lieber wegrennen. Naja, das sind zwei Silber-Kelonons. Da wissen wir, dass wir sie eh nicht besiegen werden, aber... Ich kann ja mal so tun, als ob. Na, wenigstens trifft er diesmal nicht. Diesmal trifft nämlich keiner. Aber das ist schon okay so. Das sind halt Silber-Kelolons. Bis ich die mal besiegen kann, das dauert wieder... Wahrscheinlich ewig und drei Tage und ein paar Nächte und... ne? Ja. Im Atoll selber können wir jetzt eh nichts machen und es ist nicht mal... Wo ist denn hier die... Ich müsste es auch eine Truhe geben. Bin ich jetzt doof? Es müsste auf dieser Seite auch eine Truhe geben. Bin ich jetzt nur blöd und sehe sie gerade nicht? Ja. Gut. Alles cool. Mit einem Zauber, und zwar der Regeneration. Jetzt, wo wir diese Sachen haben, können wir uns auch wieder verabschieden hier. Es wäre natürlich jetzt unschön, wenn ich jetzt wieder sterbe, aber... Meh. Wie wär's mit... Lass uns entkommen. Der kann doch machen, was er will. Nein. Ja. 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 Ich bin weg. Muhahaha. Also ich bin zumindest ziemlich sicher, dass es... so ziemlich unmöglich ist, gegen dieses Kreatürchen zu kämpfen. Ihr könnt's natürlich probieren. Warum auch nicht, aber... Ich würde davon absehen. So, das Bronze Geistband, Geistmagie Stufe 2. Kann man lernen, braucht man nicht lernen, ist aber trotz allem recht nett. Ich lerne dann trotzdem erstmal weiter. Fähigkeiten. Muss ich noch verknüpfen? Ja, ich muss noch wieder verknüpfen. Mentale Stärke. Und sie muss sowieso wieder ganz von vorne anfangen mit allen. Upsa. Also ja, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Und schlussendlich müssen wir dann, ihr seht, weiter, viel weiter im Osten ist nochmal ein Anlegepunkt, wo wir hin müssen.
Das ist dann aber auch wirklich der Punkt, wo wir wirklich hin müssen. Und das ist auch gut so, denke ich mal. Denk ich doch mal. Ja, das heißt natürlich, jetzt fahren wir erstmal wieder eine Weile durch die Gegend. Hier fehlt so ein bisschen so eine rockige Musik oder sowas. Oder überhaupt Musik im Allgemeinen. Ne? Ich habe jetzt nur das Plätschern vom Wasser, während ich durch die Gegend fahre. Ist nicht unbedingt verkehrt. Versteht mich nicht falsch. Es ist nur... Naja. Es ist... leicht... uninteressant, vermutlich. Es sind auch Wirbelstürme. Was ist das für eine Welt, in der überall Wirbelstürme sind? Meine Güte. So, hier können wir anlegen. Gutsa, südlichstes Kap. Endlich an Land! Festland! Die Ratten verlassen das sinkende Schiff! Oh. Hey, was sollte das denn? Die Schiefburg wird nie sinken. Auf gar keinen Fall mit dem Motor des Captains. Du hältst dich wohl für eine ganz tolle Piratin. Ich werde dir noch ein paar Dinge über den Piratenkodex beibringen. Und was für ein Kodex wäre das? Was für ein... Naja, das wäre ein geheimer Piratenkodex. Und nimm deine Finger weg. Wenn wir Zeit hätten. Hey, Opa, deine Kuh ist wirklich verdammt stark. Verdammt stark. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Nun, ich meine, Kuh ist so ein liebes Mädchen. Sie ist einfach... Du kannst stolz sein. Du verlogener Mistkerl. Kuh, das tut weh, wenn man getreten wird. Max, er hat den Captain beleidigt. Stimmt's, Captain? Captain? Seth? Ein Traum wurde enthüllt. Den bringen wir dann natürlich wieder am Ende, aber definitiv von diesem Part hier. Seths Traum Teil 1. Wobei ich natürlich auch theoretisch alle zusammenfassen könnte hinterher. Das wäre auch eine Möglichkeit. Seth? Guck, du weinst ja. Ich habe mich an etwas von früher erinnert. Als du noch Piratin warst? Hast du deswegen geweint? Ich war immer Piratin. Ich weine wegen etwas, was damals geschah und das mir heute leid tut. Was das ist, wie gesagt, keine Sorge. Am Ende von diesem Part werden wir darüber mehr erfahren. Und so erreichen wir das Dorf Tosca. Naja, muss ich nicht hingehen, ne? Das passiert völlig automatisch wieder. Das ist immer gut. Dörfer voller Menschen, Menschen voller Dörfer. Es ist Keim! Hey, hör zu! Keim ist zurück! Wie schön, dich zu sehen, Keim. Aber du hast dich gar nicht verändert. Ja, das höre ich des Öfteren. Ich meine ja nur, oder so. Na, also, Leute. Okay. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um.
Auf jeden Fall scheinen sie ja sehr, sehr... Also ich sag mal, sie scheinen diese ganzen Kilolans toll zu finden. Ne? Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. Sie scheinen diese Kilolans toll zu finden. Oh, hey Keim! Du bist Keim, oder? Mein Großvater hat mir alles von dir erzählt. Er gab mir dies als Andenken. Es ist wirklich sehr wertvoll für uns, aber ihr habt es für den Schutz unseres Dorfes gebraucht, oder? Hier, Keim, ich will es dir wiedergeben. Magiebetriebenes Messgerät Stufe 1. Hey Keim, los, versuch es. Ich habe irgendwo im Dorf einen Schatz versteckt. Mal sehen, ob du ihn findest. Hier ist ein Tipp. Er ist ganz hoch oben versteckt. Wenn du ihn findest, gehört er dir. Ein Schatz liegt sehr weit oben in Tosca. Tutorial Schatzsuche ansehen. Nein. Wir haben, wie ihr jetzt seht auf der Karte, kann ich das nochmal in groß sehen? Da oben seht ihr, dass jetzt ein orangener Punkt piept. Je näher wir einem dieser Schätze kommen, desto schneller piept das Ding. Mein Controller vibriert auch und ihr könnt dann auf dem Boden zum Beispiel sowas finden. Ein Dunkelkristallstab mit einem Dunkelkristallring. So. Ich bin alleine. Auch gut. Ihr müsst aber wirklich vorher einen Tipp bekommen. Und das heißt, ihr könnt 20.000 Mal am selben Ort suchen, wenn ihr den Tipp vorher nicht bekommen habt. Ja, dann bringt euch das halt gar nichts. Ich habe meinen Anteil an Kämpfen gehabt, aber eines Tages, als ich gerade mein Schwert gegen jemanden erhob, dachte ich plötzlich, ich wünschte, ich wäre Bäcker geworden. Ich weiß nicht, woher dieser Gedanke kam, aber danach habe ich die Armee verlassen. Seitdem verdiene ich meinen Lebensunterhalt mit Brotbacken. Gut. Keim stößt auf eine Erinnerung, die tief in seinem Herzen verschossen war. Ja. Jetzt geht das nämlich wieder los. Dass ich sehr, sehr viele Träume hintereinander hier kriege. Schatzsuchinformation tief in Erinnerung entdeckt. Ja. Das wäre jetzt schön, wenn... Wie konnte ich das nochmal nachsehen? Ich meine, das konnte ich irgendwie nachsehen, ja. Schatz hinter dem Wasserfall. Irgendwo im Dorf Tosca haben die Kinder ein Geschenk für Keim versteckt. So. Ich wollte schon sagen, irgendwie konnte ich das doch nachsehen. Aber gut. So, hier können wir rüberhopsen. Und ihr seht, das ist halt ein Wasserfall. Ich meine Güte, es ist jetzt nicht schwer versteckt. Ein Medusa-Kopf. Ja. Die Kinder haben einer Medusa den Kopf abgeschnitten und den hier reingepackt. Ja. Ich meine, sorry, aber es ist ein bisschen... bisschen merkwürdig. Soweit ich weiß, schützt es uns aber vor Stein, wenn ich mich richtig erinnere. Haus der Familie Dino. Oder Dino? Eher Dino. Eher Dino. So, hier haben wir eine Feuerbombe. Stand da echt Feuer? Dann bin ich wieder so bei Final Fantasy. Ha. Und ein Samen. Wunderbar. Das ist gut. So gefällt mir das. Auch ein sehr, sehr süßer Hund. Wobei er irgendwie so abgemagert aussah. Ich kann mich aber auch täuschen. Es sah nur ein bisschen abgemagert aus. Okay. Muss ich hoch? Ich glaube, ich musste hoch. Ich guck mal. Naja, hier haben wir einen Peapod. Ihr habt es gesehen, aber... Da wir noch nicht 60 Samen haben, sondern ich glaube jetzt 49 gerade. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es 49 sind. Bringt uns das leider noch nichts. Aber viermal Schreckenssaat, wunderbar. Wir kriegen erst wieder was bei 60. Das, ja, der Potter. Das heißt also, wir müssen ein bisschen damit warten. Aber gut. Konnte ich nicht hier? Jawohl.
Mein Erinnerungsvermögen ist manchmal gar nicht so schlecht. Wobei ich mich trotz allem nicht an alles erinnere. Aber so war es halt. Das da sieht so aus, als hätte da jemand was vergraben, aber... scheinbar nicht. Okay. Ich meine, ihr habt noch einen Traum für mich. In Wahrheit sollte ich die gozanische Armee aufgenommen werden, aber ich bin vom Dach gestürzt, als ich es repariert habe. Ich wurde als kampfuntauglich entlassen. Ah, ich bin froh, dass du dich in den Krieg ziehst. Ohne dich wäre ich ganz alleine hier. Okay. Drei Träume wieder. Das heißt, ich habe wieder genügend Parts für... naja, mehr Träume. Das Brot von Großmutter Koko. Koto, Entschuldigung. Da stand Koto. Gut zu wissen. Damit sollte ich fertig sein. Das heißt, wir können jetzt hier hingehen. Ein Gasthaus. Das war eine lange Reise und du bist sicher müde. Also machen wir eine kurze Pause. Okay, okay. In Ordnung. Ich werde mit dem König sprechen. Wir sind uns nie begegnet, aber man sagt, er wäre weise. Sicher hat er ein Schiff, das uns durch die Hyperströmungen bringen kann. Hyperströmung. Gut. Das hat gut getan. So langsam fühle ich mich hier wie zu Hause. Hörst du mir überhaupt zu? Jetzt ist weder der richtige Zeitpunkt noch der richtige Ort dafür. Sag mal, stimmt es wirklich, dass du niemals trinkst? Ja. Das ist wirklich traurig. Aber du bist eine Königin. Trinkst du nicht mal Wein oder Sekt auf Feiern oder Banketts oder Hinrichtungen oder ähnlichem Kram? Nein. Komm schon, hier kennt uns keiner. Los, probier doch mal. Das wird dir jetzt gut tun, bestimmt. Na schön. Es wird dich nicht umbringen, versprochen. Im Gegenteil, ein paar Gläschen davon bringen vielleicht deine Erinnerungen zurück. Ja, das entspannt Geist und Körper. Bist du sicher? Absolut sicher. Hey, sieh mich an, du redest mit Jensen. Lass uns trinken. Na dann Prost. Was? Magst du das billige Zeug nicht? Nein, es ist nur, so etwas habe ich noch nie probiert. Du musst es ja nicht gleich austrinken. Nein, ich will mein Gedächtnis zurück. Und wenn mir das dabei helfen kann, dann schaffe ich das. Das klingt so, als wäre das jetzt die schlimmste Aufgabe der Welt. Wobei ich, ehrlich gesagt, ich trinke auch wirklich, wirklich, wirklich ungern irgendwas. Gar nicht schlecht. Gar nicht schlecht, wie das wegsäuft. Na super. Bist du okay? Ich fühle mich plötzlich so benommen. Es wirkt genau, wie du gesagt hast. Hey, Moment mal. Oh Gott, oh Gott. Oh. Oh nein. Was kommt davon? Du bist echt süß, wenn du schläfst. Jensen! Ah, was? Oh! Was zum Teufel machst du denn da? Also wir sprachen nur gerade darüber, was als nächstes passiert und dann haben geplant, als nächstes? Ja, also jedenfalls wird sie mit dem König reden und uns ein Schiff besorgen, weil deins die reinste... Na, jedenfalls hat auch Goza die modernste Technologie, also dachten wir kriegen mal ein seetüchtigeres Schiff von ihm. Weißt du? Na gut, im Zweifel für den Angeklagten. Aber wehe, du stellst etwas mit Ming an. Ja, aber nein, ich kümmere mich doch nur um sie. Schau doch, wie entspannt sie gerade aussieht. Und überhaupt nicht betrunken. Okay, gut. Bevor ich mich verabschiede... plündern wir noch eben die Kleiderschränke hier. Ihr kennt das ja. Ja. Okay.
Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute, wenn es wieder ist Let's Play Lost Odyssey. Wir gucken uns jetzt an, warum Seth vorhin geweint hat. Für diejenigen, die es nicht interessiert, bis zum nächsten Mal. Willkommen zu Seths Traum Nummer 1. O Aenera, du wunderbares Geschöpf, stolzer Nachkomme des Clans der Weißflügel. Du alleine warst mein unersetzbarer Gefährte. Würde es dich empören, wenn ich dich und mich als Wesen gleicher Art bezeichnete? Waren wir denn nicht die Harmonie in Perfektion, du und ich? Verbunden durch einen gemeinsamen Faden, den hauchdünnen Faden der Einsamkeit? Aenera, dir verdanke ich mein Leben. Natürlich hast du mein Leben nicht im ursprünglichen Sinne des Wortes gerettet. Schließlich kann mein Leben nicht enden. Es ist eine unabänderliche Last. Ich werde und kann nicht sterben. Darum konntest du mein Leben gar nicht retten. O Aenera. Nun verstehe ich, dass du zwar nicht mein Leben, so aber doch mein Herz gerettet hast. Vor langer Zeit. Viele Jahrhunderte ist es her, war ich Piratin. Die einzige Piratin weit und breit auf den weiten Weltmeeren. Seth Belmore. Dieser Name war jedem Seefahrer ein Begriff. Die einen ließ er angstvoll zittern, die anderen sprachen ihn voller Bewunderung aus. Einige nannten mich sogar die rechtschaffene Freibeuterin, womit sie meiner Meinung nach auch gar nicht mal so Unrecht hatten. Denn auf den Schiffen unter meinem Kommando herrschten Regeln, klare und strikte Regeln. Wir griffen nur eine Art von Schiffen an, große Passagierschiffe, auf denen sich die reichen Herrschaften zu ihrem Vergnügen tummelten. Natürlich verbreiteten wir auch Angst und Schrecken unter den feinen Gesellschaft, aber sie zu töten war strikt untersagt. Wir erleichterten lediglich die Geldbörsen derer, die mehr Reichtum besaßen, als gut für sie war. Danach tauschten wir unsere Beutel bei zwielichten Händlern gegen Bares ein und teilten das Geld mit den Armen dieser Welt. Es war mir ein Greuel, wenn sie mich eine Streiterin für die Gerechtigkeit nannten, doch andererseits waren wir stolz, mehr als bloße Schurken zu sein. Ich bin aus einem einfachen Grund Piratin geworden. Ich hasste das Gesetz, aber noch viel mehr hasste ich die Leute, die das Gesetz für ihre eigene Selbstbeweihräucherung missbrauchten. Kurz gesagt, ich wollte ein Leben in Freiheit. Immer wenn ich am Bug eines Piratenschiffs stand, das sich seinen Weg durch die Wellen pflügte und ich den klaren blauen Himmel über der weiten See vor mir erblickte, war ich wie beseelt von der Freude, mein Leben selbst in die Hand genommen zu haben und frei zu sein. Es ist wahr, ich brauche mir um das Altern oder den Tod keine Sorgen zu machen, wie es die Menschen tun. Da ich weder altern noch sterben kann, bedeutet unendliche Zeit für mich auch unendliche Freiheit. Hört sich doch nicht schlecht an, oder? Es war immer ich, die das Schiff erspähte, das wir überfallen wollten. Ich war immer die Erste, die leichtfüßig an Bord des feindlichen Schiffes sprang und rief: Ich bin Seth Belmore. Rückt jetzt schön euer Geld und eure Wertsachen heraus. Mit der Beute in der Hand sprangen meine Männer und ich mit einem Siegesschrei zurück auf unser Schiff. Es war die vollkommene Freiheit. Nichts und niemand stand mir im Weg. Ein ewiges Leben gepaart mit ewiger Freiheit. Hört sich doch nicht schlecht an, oder? Rechtschaffene Freibeuterin. So einen vornehmen Quatsch habe ich ja schon noch nie gehört. Piratenluder würde doch viel besser passen. Erfolg zieht stets auch Neider und üble Nachrede nach sich. Und die raue Welt der Piraten bildet da keine Ausnahme. Ich war mir durchaus bewusst, dass ich viele Feinde hatte. Jedes Kind kann erkennen, dass man von noch mehr plündernden und frauenschändenden Banditen, die sich Seeräuber nennen, gehasst wird, wenn man eine rechtschaffene Freibeuterin genannt wird. Aber mir war das egal. Ich konnte mit dem Messer erstochen oder von einer Kanonenkugel getroffen werden und würde doch nicht sterben. Die unsterbliche Seth, nannten sie mich auch, im wahrsten Sinne des Wortes. Es war nicht nur eine Redewendung. Ich komme euch nicht in die Quere, versicherte ich anderen Piraten. Aber nur, wenn ihr auch mir nicht in die Quere kommt. Ich hatte vor nichts und niemanden Angst. Ich lebte so, wie ich es wollte, und hätte keinem erlaubt oder erlauben sollen, sich einzumischen. Ich habe nur einen einzigen Fehler begangen, aber der genügte schon.
In einem Moment der Unachtsamkeit ließ ich mich gefangen nehmen. Natürlich war das allein kein Grund für mich, Angst zu bekommen, da ich weder altern noch sterben kann. Es hätte ihnen nichts genützt, wenn sie versucht hätten, mich zu töten, und das wussten sie. Alles, was sie tun konnten, war, mich ein wenig zusammenzuschlagen und mir anzudrohen, dass das nächste Mal noch schlimmer werden würde. Sie mussten etwas tun, um zu beweisen, was für harte Kerle sie waren. Sie konnten sich nicht von einer Frau auf der Nase herumtanzen lassen und zu tun, als wäre nichts geschehen. Also sagte ich, beeilt euch mit der Folter, okay? Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Sie hätten mich in eine Höhle auf einer einsamen Insel verschleppt. Mit eisernen Hand- und Fußfesseln stand ich da, umgeben von einem halben Dutzend riesiger Kerle, allesamt berühmt-berüchtigte Piratenkapitäne. Einer von ihnen hielt eine schwere Eisenkette in den Händen. Mir wird schon schlecht, wenn ich eure verschwitzten Visagen nur ansehe. Kommt schon, schlagt mich endlich mit der Kette. Oder wollt ihr mich lieber erdrosseln? Was auch immer, beeilt euch gefälligst. Die Männer lachten laut. Uns beeilen und es hinter uns bringen, fragte der Anführer. Tut mir leid, Seth, aber diese Art von Bestrafung sollte man nicht überstürzen. Wie schade, dass wir nicht bis zum Ende bei dir bleiben können. Jawohl, mischte sich ein anderer Kerl ein. Im Gegensatz zu Monstern wie dir haben wir Menschen nicht alle Zeit der Welt. Okay, Männer, machen wir schnell, so wie die Lady es wünscht. Geifernd kam der Mann mit der Kette auf mich zu. Zwei andere packten mich an den Arm. Die Kette sollte nicht als Folterinstrument dienen, sondern dazu, mir die Freiheit zu rauben. Sie ketteten mich an einen riesigen Felsbrocken in der Höhle. Dabei konnten sie sich vor Lachen kaum halten. Genau was du brauchst, was, Seth? Deine Reise endet hier. Wir können dich nicht erschießen oder erstechen, also werden wir dich einfach anketten. Und wir werden nie wieder zu dieser Insel zurückkehren. Selbst so einem mächtigen Piraten wie du weißt, dass dieser Ort an keiner Schifffahrtsstraße liegt. Nicht mal Fischer kommen hier vorbei. Und deine Männer suchen dich leider auf der falschen Insel. Wir sind die Einzigen, die wissen, dass du hier bist. Nicht mal unsere Männer haben eine Ahnung, wo wir gerade sind. Hier wird dich jedenfalls niemals jemand finden. Du wirst für immer hier bleiben. Ohne dich bewegen zu können und ohne sterben zu können. Ganz alleine. Für den Rest der Ewigkeit. Mit diesen Worten gingen die Männer aus der Höhle und ließen mich nur mit einer Laterne zurück. Ihr Feiglinge, schrie ich. Lauf doch nicht einfach so weg, das könnt ihr mir nicht antun. Die einzige Antwort, die ich erhielt, war das hohle Echo meiner eigenen Stimme. Die Männer hatten die Laterne nicht aus Nächstenliebe zurückgelassen. Im Gegenteil, sie war nur ein weiteres Requisit in ihrem Akt der Grausamkeit. Sobald sie kein Öl mehr hatte und ausging, würde mir die Last der ewigen Einsamkeit nur umso deutlicher bewusst werden. Solange die Lampe glühte, war ich voller Zorn auf die Männer. Doch als das Öl langsam weniger wurde und die Flamme begann zu flackern, überkam mich eine beklemmende Angst. Unfähig, mich zu bewegen, starrte ich mit leerem Blick auf die Flamme. Ewigkeit. So etwas gab es in dieser Welt nicht, oder sollte es vielmehr nicht geben. Einsamkeit. Ich war immer einsam. Oder besser gesagt, am Ende war ich immer einsam. Das war mein Schicksal. Auch wenn ich von Gefährten umgeben war, deren Gefühle völlig mit den meinen übereinstimmten und einem anderen Menschen aus tiefstem Herzen lieben und von ihm geliebt werden konnte, verlor ich sie am Ende doch immer. Weißt du, wie es ist, unzählige Male den Tod anderer mit ansehen zu müssen, wenn man selbst ein ewiges Leben vor sich hat? Doch wenigstens hast du eine Ahnung davon, ein Nera. Irgendwann erlosch die Lampe in der Höhle. Eine Welt der Finsternis breitete sich vor mir aus. Da war ich nun. Allein. Ich würde nie wieder den Schmerz einer Trennung erleben müssen. Doch ebenso wenig würde ich Freuden des Kennenlernens verspüren. Auf ewig. Für immer. Allein. Ich habe nicht geschrien. Die Menschen schreien und brüllen nur aus einem Grund. Weil sie gehört werden wollen. Weil sie daran glauben, dass dort draußen irgendwo jemand ist, der ihre Schreie hört. Ich habe jedoch Tränen vergossen. Was nicht bedeuten soll, dass ich geweint habe. Es war einfach undenkbar, dass die unsterbliche Piratin Seth Belmar zusammenbrechen und weinen würde. Ein kleines Beben ging durch die Dunkelheit. Das war alles. Und dann bemerkte ich es,
Mir liefen Tränen über die Wangen. Wirklich, das war alles. Die Stunden vergingen. Vielleicht waren es auch Tage. In der Dunkelheit verlor ich jegliches Zeitgefühl. Doch da war noch etwas anderes, das ich aus den Augen verlor. Wenn für mich nichts anderes übrig bliebe, als alleine zu bleiben, gegen die ewige Einsamkeit zu kämpfen, ohne wenigstens sterben zu können, worin lag dann überhaupt der Sinn meines Lebens? Vielleicht hatten die Männer recht, die mich hergebracht hatten. Vielleicht war ich eine Art Monster, wenn ich weder altern noch sterben konnte. Aber warum sollte ein solches Monster überhaupt leben? Was war meine Aufgabe in dieser Welt? Ich wusste keine Antwort auf diese Frage. Ich würde sie nie erfahren, bis ans Ende meines unendlichen Lebens nicht. Ich verspürte Verzweiflung, Schmerz, aber vor allem eines, Angst. Die Ewigkeit machte mir Angst. Die Einsamkeit machte mir Angst. Vielleicht habe ich gezittert. Aber vielleicht saß ich auch einfach nur erschöpft da, weil mir die Kraft zum Zittern fehlte. Was auch immer ich damals fühlte, dies war der Zeitpunkt, als es geschah, Aenera. Der Zeitpunkt, an dem du mir zum ersten Mal erschienen bist. Ein kleiner Lichtstrahl erhellte die Dunkelheit. Und bevor ich mich fragen konnte, was es war, sprach aus dem Licht eine Stimme. Bist auch du im Kerker der Einsamkeit gefangen? Wer ist da? Das Licht ließ ein paar weiße Flügel aufblitzen. Dann gewann es plötzlich an Stärke und Intensität und verbrannte mir beinahe die Augen. Da meine Augen an völlige Dunkelheit gewöhnt waren, konnte sie das grelle Licht nicht ertragen und für einen kurzen Moment sah ich gar nichts. Mit schmerzverzerrtem Gesicht kniff ich die Augen fest zu und wagte erst nach und nach, sie wieder zu öffnen. So, entschuldigt die kleine Unterbrechung, geht direkt weiter. Mit schmerzverzerrtem Gesicht kniff ich die Augen fest zu und wagte erst nach und nach, sie wieder zu öffnen. Vor mir schwebte ein rein weißes, strahlendes Geschöpf. Seine weißen Flügel waren atemberaubend schön. Oh, wie schön du warst, Aenera. Oder eher Aenera, ist ja egal. Jedoch war deine Schönheit nicht von der blühenden Art. Nein, sie war auf subtile Weise anders. Sie war überschattet von Einsamkeit. Ich bin wie du, sagtest du. Und als ich erstaunt meinen Kopf schief legte, um dich anzusehen, fuhrst du fort. Nach jemandem wie dir suche ich schon seit langer Zeit. Du sprachst langsam, erhaben, majestätisch. Oh, du unsterbliche Piratin! Du und ich, wir teilen das gleiche Schicksal. Du wusstest, wer ich war. Lass uns zusammen der Einsamkeit entfliehen und unseren Weg gemeinsam fortsetzen, sagtest du mit dem Blick fest auf meinen gerichtet. Der Einsamkeit entfliehen. Diese Worte hallten in meinen Ohren wieder. Doch ich wusste nicht, wer du warst. Ich war noch nicht einmal sicher, was du warst. Deshalb konnte ich auch nicht freudig zustimmen. Wusste ich doch nicht, ob du Freund oder Feind warst. Wer bist du? Fragte ich. Ich bin Aenera vom Clan der Weißflügel. Clan der Weißflügel? Ich hatte den Namen schon einmal gehört. Es hieß, dass der Clan der Weißflügel aus wundersamen Geschöpfen bestünde, die bereits in ferner Vergangenheit ausgestorben seien. Ich dachte, der Clan der Weißflügel sei vor langer Zeit ausgestorben. Ich bin der Letzte unserer Art. Der einzige Überlebende? Ja, wie ich sagte, der Letzte. Und darum sprichst du auch von Einsamkeit. Ohne dass ich mir dessen bewusst war, stahl sich an diesem Punkt ein leises, beinahe selbstironisches Lächeln auf meine Lippen. Ich spürte, wie das Misstrauen langsam von mir abfiel. Die Ketten gruben sich jedoch immer tiefer in mein Fleisch und auch mein Herz war schwer. Du sprachst von einem Kerker der Einsamkeit. Es ist wahr, dies hier ist ein Gefängnis. Für alle Ewigkeiten allein zu sein, ist ein Gefängnis ohne Gitter. Mit einem stummen Nicken antwortest du, Aenera. Dann sagtest du, auch ich war in einem Gefängnis bis zu diesem Zeitpunkt. Das glaube ich dir. Als einziger Überlebender, ich habe schon zu viel Zeit alleine verbracht. Ich weiß, was du meinst. In den Legenden heißt es, dass die Geschöpfe des Clans der Weißflügel 1000 Jahre lang leben,
Doch selbst wenn du noch mehrere Jahrhunderte lebtest, würdest du als einziger Überlebender deiner Art niemals ein weibliches Mitglied deines Clans finden und mit dir Kinder zeugen können. Der Clan würde nie wieder neu blühen. Der einzige Überlebende musste den Rest seiner Tage in Einsamkeit verbringen. Du sprachst: Um diese unerträgliche Einsamkeit zu besiegen, brauche ich jemanden, der seinen Weg mit mir bestreitet. Dann schautest du mir fest in die Augen und sagtest: O Piratin, fühlst du nicht ebenso wie ich? Ich nickte zustimmend. Aber dann lächelte ich und sagte so beiläufig wie nur möglich: Mit anderen Worten, du bist einsam. Dein wunderschönes Antlitz entspannte sich ein wenig und du meintest verlegen: Ich frage mich. Laut der Legende, die ich gehört habe, sind die Geschöpfe des Clans der Weißflügel stolz und lieben ihre Einsamkeit. Das machte dich nur noch mehr verlegen und du antwortest: Einsamkeit hat ihre Grenzen. Das war der Auslöser. In diesem Moment beschloss ich, dir zu vertrauen. Wenn es also das ist, was du fühlst, solltest du es auch laut aussprechen. Ich möchte Gesellschaft. Gesellschaft? Also gut, eine Gefährtin. Eine Gefährtin? Genau, ich habe beschlossen, mich dir anzuschließen. Nun war alle Zurückhaltung wie weggeblasen. So wie du in mir eine Weggefährtin sahst, legte ich mein ganzes Vertrauen in deine Hände. Lass uns die Weltmeere unsicher machen, rief ich. Ist es nicht das, was unseren Weg gemeinsam bestreiten bedeutet? Du meinst, ich soll Pirat werden? Gefällt dir die Idee etwa nicht? Du hieltest einen Atemzug lang inne und kichertest leise. Das wollte ich schon immer mal ausprobieren. Kaum hattest du die Worte gesagt, warst du mit einem Satz bei mir. Mit einem Ruck hattest du die dicken Ketten, die mich gefangen hielten, durchgebissen. Durchgebissen? Wow. Oh, ein Nera, du wunderbares Geschöpf, stolzer Nachkomme des Clans der Weißflügel. So haben wir uns kennengelernt. In den 900 Jahren nach dieser Begegnung haben wir wild auf den Weltmeeren gewütet. Viel wilder, als ich es je zuvor getan habe. Wenn ich am Bug unseres Piratenschiffes stand und nach Beute Ausschau hielt, warst du stets an meiner Seite. Wir wurden unersetzbare Partner, Freunde, Gefährten, Familie.